Hey yo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Aoi and the Will of the Wisps. Wir befinden uns hier am Ende der Weide. Keinem sehr schönen Ort, auch die Akustik, die Musik ist nicht gerade die freudigste. Und wir machen uns derzeit hier dazu auf, die Rankenherzen zu zerstören, welche gewissermaßen an Tumore erinnern. Oh, was war da? Okay, das habe ich gerade nicht mal wirklich gesehen. Okay. Ich kann eindeutig die Steuerung nicht mehr. Achso, das war auf, ich habe es auf B gelegt. Und das Viech war eben explodiert. Achso, da gibt es auch einen Teleporter. Ups. So. Ich bin hier nach unten gelaufen, weil ich mir erstmal hier den unteren Kram abholen wollte. Aha, so geht das. Okay, die halbe Kugel tut weh. Ich nehme mal an, wir müssen gleich runter. Gleich hoch. Aber ich schaue mal hier unten. Ach, ist da oben zu? Ja, da steckt der Tumor dran. Okay, darunter wollen wir nicht. Angeblich soll da irgendwo eine Teleportverbindung sein. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Autsch. Ich muss mir echt mal Gedanken machen, wie ich diese explodierenden Viecher loswerde. Ich glaube, die kann ich mit dem Bogen abschießen. Aber ich tue es nie. Na, oder so. Von oben geht's ganz gut. Oh. Okay. Und das war noch gar nicht der Tumor. Obwohl ich es eigentlich jetzt erwartet hätte. Ja, ich weiß, die Dinger heißen eigentlich Rankenherz, aber ich glaube, mich wird niemand davon abbringen können, die Dinger Tumore zu nennen. Okay. War also tatsächlich nicht nötig, nach oben zu gehen. Dann wollen wir mal schauen, was es denn hier oben dann gibt. Ein Gorlikherz. Auch okay. Ich bin ganz bestimmt nicht enttäuscht, dass es kein toller Geistersplitter ist. Nein, nein. Ja. Da wollte ich eigentlich hin. Okay, es geht mir gerade alles ein bisschen schnell. Soweit geschafft. Sicherheitshalber nochmal voll heilen und weiter geht's. Autsch. Und deshalb habe ich mich voll geheilt. Oh, hier bin ich. Dann segeln wir mal hier runter.
da hoch. Und sagen denen hier Tschüss. Sehr schön. Okay, dann kommen wir hiermit wahrscheinlich an die Lebenszelle. Genau. Super. Vervollständigt. Ich habe vorher noch darüber nachgedacht, ob ich vielleicht alles an Lebenszellen vervollständigen möchte. So nach dem Motto, bevor wir uns zum finalen Boss aufmachen, uns perfekt vorbereiten. Aber nee. Ich denke, wir kommen so ganz gut klar, so wie wir derzeit aufgestellt sind. Und wenn überhaupt, dann möchte ich solche Sachen wie Komplettierung hinterher als ein, zwei Zusatzfolgen raushauen, je nachdem, was da so noch übrig bleibt. Aber das Spiel selber würde ich jetzt gerne erstmal storytechnisch zu einem Ende bringen. Okay, und wo geht's jetzt überhaupt wieder hoch? Ja, direkt über uns. Beziehungsweise dort durch. Und dann hier an, genau. Oder zumindest ist hier derzeit noch unbesuchtes Terrain. Wahrscheinlich sollen wir dann hier lang. Bisher haben wir ja immer überall irgendwas gefunden. Oder war hier irgendwo eine Sackgasse? Nee, da war irgendwo eine Sackgasse. Okay. Oh, okay. Das habe ich jetzt definitiv nicht erwartet. Ich denke mal, ich muss jetzt einfach Stück für Stück an dieser Rüstung nagen. Um somit dann die Möglichkeit zu kriegen, das Ding zu schädigen. Aha, das werden langsam Treffer. Oh nein, du regenerierst dich. Nein. Ganz schlecht mit dir. Das tust du nicht. Gemeinheit! Schaden. Und da ich auch Magie kriege, geht das ja ganz gut. Ich sollte wahrscheinlich mehr in Bewegung bleiben. Weil das Ding fliegt immer irgendwo oben rum, wo ich nicht rankomme. Oder. Einfach so ein bisschen im Kamikaze-Style drauf. Kriegt halt Schaden. Hauptsache das Viech kriegt auch Schaden. Interessante Attacken. Ah, das war ein Treffer, das auch. Ja, ich denke, diese Konter, die machen am meisten Schaden. Oder einfach völlig ohne Selbsterhaltungstrieb draufgehen. Also nicht draufgehen im Sinne von Gott. Sprechen. Tobi, sprechen. Nicht draufgehen im Sinne von sterben. Aber das ist die Jugend. Ja, komm, einfach drauf. Geht doch.
Achievement unlocked, Laser Brain. Und das war dann auch schon wieder einer der Tumore. Schon wieder. Schon wieder ist eine Übertreibung. Das Ding war schon ein sehr besonderes und starkes Viech. Frag mich, was passiert wäre, wenn ich wieder hier rausgegangen wäre. Wäre das abgesperrt gewesen? Ich meine, dieser mittlere Durchgang hätte ja zurückgeführt. Und ich habe jetzt nicht gesehen, dass der irgendwie zu war. Zu spät, um es herauszufinden. Okay. Hier ging es weiter. Wieso ist das Teil nicht ein bisschen schwerer? Dass es einfach rausbricht und runter crasht. Oh nein, ich habe fast nicht gesehen, bevor ich hier nicht reingelaufen bin. Alte von oben drauf haut Taktik. Da waren wir schon. Oh, es geht beim Baum hoch. Also ganz im Zentrum geht es hoch. Wie denn das einfach? Ich bin echt beeindruckt, was das für eine enorme Fähigkeit ist. Wie krass man sich damit durch die Gegend schleudern kann. Das ging gerade noch gut. Nein, du erwischst mich nicht. Du mich bitte auch nicht. Da einer weg. Oh, was? Warte, oh, Tatsache. Das waren alle. Ich hätte schwören können, dass hier noch irgendwas wäre. Oder ist ja nur der eine Raum, zu dem wir gar nicht hinkommen. Okay. Dann zerfällt das jetzt netterweise. Und rechts scheint noch Schmerz zu sein. Und Geisterlicht. Au. So, ich wollte nochmal Schmerzen erleiden. Was? Okay. Ich habe mich auch wirklich nicht sehr gut angestellt. Okay, da scheint noch was zu sein. Sehr schön. Der Laserstrahl hat mich sowas von beinahe erreicht. Autsch. Was sonst habe ich da jetzt alles? Ja, scheint so. So rein von der Map her fehlt da oben vielleicht noch ein Stück. Oh. Okay. Das hätten wir auch einfacher haben können. Hier ist nämlich auch alles. Also vorher waren da oben auch Ranken. Naja. Dann war das halt ein etwas unnötiger Trip. Ups. Das ist falsch. Wo muss ich denn dann lang? Achso, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass das schon das letzte Ding war. Also, wieder runter. Okay. Wo landen wir dann jetzt? Okay. Wieso werde ich in der Tür angezeigt, wenn ich im Geisterportal bin? Okay. Okay, der ganze Raum wird nicht richtig dargestellt. Der ist nicht detailgetreu. Oh wow. Ich habe das Gefühl,
Wir nähern uns wirklich dem Ende. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Spiel noch bieten wird. Oh boy. Da ist der Baum. Wir haben es geschafft, Ori. Die Geisterweide. Unser Land wird wieder im Licht erstrahlen. Wir machen den Schaden rückgängig. Wald begann zu heilen. Wow, was für ein schöner Baum. Das ist in der Tat eine Weide. Tapferes Kind, du hast das geheilt, was zerstört war. Sie wurde wiedergeboren. Sieh nur, wie ihre Erinnerungen von meinen Ästen angezogen werden. Die Geister sehnen sich ja schon so lange nach diesem Tag. Wenn ich doch nur das Licht wieder in mir tragen könnte. Aber es ist nicht mehr das meine. Meine Zeit ist vorbei. Ein neues Zeitalter muss anbrechen. Mein Kind, ich übertrage dir das Licht. Aber um es in dir tragen zu können, musst du noch wachsen. Ein Leben musst du nur zurücklassen, um das Leben aller anderen zu retten. Werde eins mit Seele. Nimm das Licht in dich auf. Kümmere dich um dieses Land, wie ich es einst tat. Aber möchten wir das? Ist das wirklich unsere Aufgabe? Wäre ja auch so oder so sonst zu einfach gewesen. Ah, ich kann jetzt... Warte, hat sie mich gerade wegteleportiert oder weggeschleudert? Das wirkte für mich eher nach einem Teleport. Habe ich Schaden erlitten dadurch? Autsch. Wow. Okay. Sie ist relativ flink und erfordert auch einiges an schneller Reaktionszeit, aber grundsätzlich wird der Kampf jetzt nicht sonderlich schwierig. Sagte er und wurde voll getroffen. Okay. Willst du nochmal was schießen? Oder... Nein, schau mal nicht. Ja, das wirkte eher wie ein Teleport als Schaden.
Also genau kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob ich danach mehr Schaden hatte als vorher. Das muss mich auf andere Dinge konzentrieren. Na doch, ich glaube, es hat noch Schaden gemacht. Okay, müssen wir laufen? Oder? Ja, ich gehe mal davon aus. Wow, 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 wow. Ah, okay. Egal, der hat mir weniger Schaden gemacht, als ich vorher geheilt hatte. Es hat sich also gelohnt. Das ist also eine richtige ausgewachsene Fruchtsequenz. Eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass es gleich die nächste Kampfplattform da ist. Aber nein, wir sind scheinbar am Fliegen. Okay. Jetzt ist er da. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir der Schrei gerade Schaden gemacht hat. Oh, wurde ich getroffen? Wurde ich nicht getroffen? Ich weiß nur, dass es sauknapp war. Schießt du wieder? Ja. Das habe ich kommen sehen. Okay. Wie gesagt, schnelle Reaktion ist bei dem Kampf echt erforderlich. Es ist kein langsamer Kampf. Und es hat schon seine Gründe, dass dieser Ausweichdash so schnell ist. Man muss ihn wirklich benutzen. Gar nicht, ich bin nicht hier. Autsch. Also es hat mich, glaube ich, nicht getroffen, aber ich glaube, es hätte mich treffen sollen. Gerade belegt. Heilung, Slash und Dash. Brauchen wir alles drei. Heilung können wir aber temporär gegen die Wache auswechseln. Oh. Kommst du? Na doch. Die Wache hat sich schon so manches Mal als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Insofern. Sehr schön. Ja, die Wachen sind super. Aber es geht völlig in Ordnung derzeit. Wir haben echt ein großes Gesundheitsmaximum. Und keine Energie mehr. das habe ich gar nicht realisiert. Also ja, die Wachen sind zwar ganz nett. Aber. Aber irgendwann ist auch zu vieles Guten energietechnisch. Es zehrt ein bisschen sehr da. Na, komm doch her. Weißt du, willst dir helfen lassen.
bin mir sicher, ich kann dir... Oh, aua. Ich bin mir sicher, ich kann dir helfen. Oh. Okay. Gut, gut. Ich verliere nichts. Ah, okay. Ich muss mich wahrscheinlich mit allem, was mir zur Verfügung steht, oben halten. Und ihr währenddessen ausweichen. Schrägstrich sie angreifen. Ja. Okay. Bin mir nicht sicher, wie das gerade zu machen ist. Ich ende immer irgendwann im Graben. Okay. Scheinbar darf ich nur nicht so weit abseits gehen, weil weiter abseits dann keine Projektile mehr sind, die mich oben halten können. Au. Ja. Ich muss sicher gehen, dass ich mich selber oben halte. Da kommt sie gerade. Da kommt... Was? Ist das so viel Schaden? Ich muss die Zeit vorher nutzen, um mich zu heilen. Falsche Taste, die wollte ich haben. Bin ich wahrscheinlich wieder die Wache? Heilen kann ich gleich in der Luft nicht mehr. Ja, okay, das habe ich nicht mal gesehen. Das schon, aber da ließ sich jetzt auch nicht mehr so viel machen. Okay. Dann gehen wir lieber in den manuellen Kampf, weil das korrekte Ablenken der Projektile kriege ich schon mal nicht so wirklich hin. Ist doch gar nicht schwierig eigentlich. Ich mag die Bosskämpfe sehr. Ich bin eigentlich nicht so der Bosskampftyp, aber die sind hier echt gut. Ewig werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als die Hoffnung starb. Einige blieben weiter im Schatten. Noch schräg.
Du hattest deine Eltern nie. Wow, Flashbacks an das erste Ori. Wie ganz zu Beginn. Und währenddessen Flashbacks im Spiel. Die vielen netten Wesen dieses Waldes und unseres Waldes. Es ist Zeit, Ori. Kleine Kuh. Aber was wird nun aus Ori? Das wurde aus Ori. Der nächste Baum. Ich wandte mich dem Licht zu. Als mein Name Ori lautete. Wow.
Es war der Wille der Irrlichter. Dass das Leben erneut beginnt. Wie die anderen Bäume auch, hat er seine Geister. Wow. Okay. Zuerst einmal sorry, falls ich eben ein bisschen sehr still war. Aber ich rede ungern während Cutscenes, auch weil ich sie nicht mit meinem Geplapper versauen möchte. Und weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Und weil meine Stimme auch ein bisschen gebrochen ist, weil irgendwie sehr emotional. Das heißt, Ori, der Geist eines Baumes, wurde nun der nächste Baum in Nibel. Nibel heißt doch die Region, oder? Ich meine. Und gegen Ende hat man ja jetzt gesehen, wie sich dort ein neues Blatt gelöst hat. Wie damals Ori selber. Ori hing dort auch sozusagen als Blatt, soweit ich mich entsinne, welches sich im Sturm gelöst hat, was das gesamte erste Spiel ja in Gang gebracht hatte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es einfach nur als kleine Erinnerung an den ersten Teil gelten soll, oder ob das wirklich schon heißen soll, hier, das ist Stoff für das dritte Spiel. Ein neuer Waldgeist, der sich irgendwohin aufmacht. Das ist sehr interessant. Vor allem, was flog am Ende rum? War das Kuh? War das eine ausgewachsene Kuh? Eine Schriek wird es ja nicht gewesen sein. Eine Schriek hat einen anderen Körperbau. Trotzdem hoffe ich irgendwie, dass wir gleich noch irgendwas über Schriek erfahren. Es muss nicht alles ein unglaubliches Happy End haben, aber ich würde mich schon wirklich freuen, wenn wenigstens die arme, ihr ganzes Leben lang geplagte Schriek noch irgendetwas Schönes hätte. Ja, also allgemein zum Spiel. Es war wirklich hervorragend. Ich habe lange kein Spiel mehr gespielt, was mir so sehr gefallen hat. Mir so viel Freude beim Spielen bereitet hat. Die Tatsache, dass ich es dabei auch noch aufgenommen habe, hat den Spaß nur noch mal verdoppelt, weil ich liebe es einfach aufzunehmen, ins Mikro zu labern. Es hebt das Spiel irgendwie noch mal auf eine nächste Stufe an. Und hui, hat es das auf eine Stufe angehoben. Es hat mir auch ein wenig selber geholfen beim Überlegen, wie ich in Zukunft so Let's Playen möchte, ob ich in Zukunft Let's Playen möchte, was mir nicht gefällt. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, viel ausprobiert. Mit dem Ziel ja ursprünglich, weitere Projekte ins Leben zu bringen. Ich bin nicht in allen Punkten zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Also vor allem in Richtung Commentary. Sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber hey, man macht den Kram ja, um daraus zu lernen und besser zu werden. Von daher, ist es
denke ich, verständlich, wenn dieses Projekt jetzt nicht unbedingt das Beste ist. Ich meine, ich mache mir auch nichts vor. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich quasi keine Views auf meinen Ori-Videos. Es ist schade, aber ja. Der Markt ist ja auch ein bisschen gesättigt mit Let's Playern. Es ist halt immer schwierig, Zuschauer zu finden. Man muss halt jeder für sich so seine Nische finden. Und das habe ich vielleicht auch noch nicht getan. Vielleicht werde ich sie auch nicht finden. Ich weiß nicht, ob ich dafür die Geduld habe. Aber ich habe auf jeden Fall soweit sehr viel Spaß daran. Das kann man nicht anders sagen. Und dieses Projekt war eine sehr spaßige Sache. Das Spiel war wirklich hervorragend gemacht. Also selten ein Spiel gehabt, bei dem ich so kritiklos bleibe. Es ist ein hervorragendes Spiel. Es gab am Anfang kleine Probleme. Die Audio-Bugs, die ich in den ersten Folgen hatte. Das wurde aber auch recht schnell behoben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo man diese Audio-Bugs manuell loswerden konnte. Es gab ja irgendwas, was die ausgelöst hatte. Weiß ich wirklich nicht mehr. Aber mittlerweile wurde es, glaube ich, schon komplett behoben. Es gab ja wirklich mehrere Updates noch, was bei so einem Spiel schon fast überraschend ist, weil es ist ein vollständiges Spiel, das keinen zusätzlichen Content in dem Sinne mehr großartig bekommen sollte. Aber es bekam noch das ein oder andere Feature. Eine Funktion wurde zum Perk, das man kaufen muss, das, ich glaube, uneingeschränkte Teleportieren. Es gab viele Bugfixes und dergleichen. Also, alles sehr dezent. Nichts noch zu krass verändert. Das Spiel an sich war wirklich von Anfang an ein super funktionierendes Stück Software. Hervorragende Story, wunderschönes Artwork. Unglaublich liebevoll gemacht. Das kann man es nicht mehr sagen. Ich würde sagen, dieses Spiel ist einer meiner absoluten Favoriten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn irgendwann ein dritter Teil kommen würde. Gerade das jetzt gegen Ende, diese Szene, das eine sich loslösende Blatt, wie damals Ori. Das könnte schon für viele Leute die Bestätigung sein und ich glaube, es wird bei vielen Fans die Erwartungshaltung an ein weiteres Ori entstehen. Ich habe gerade nach dem Ori sehr gezögert, weil Ori? Ori ist nun ein Baum. Ori ist nicht länger der Waldgeist, der durch die Gegend hüpft. Schwierig. Was könnte danach noch kommen? Könnte danach noch etwas kommen? Vielleicht haben die Macher damit auch wirklich endgültig jetzt abgeschlossen. Ja. Das war Ori and the Will of the Wisps. Wir haben das Spiel mit 66% durchgespielt. Wir haben noch einiges an sammelbaren Gegenständen vor uns. Boah, 13 Stunden. Das kann ich kaum glauben. 25 Folgen habe ich schon beisammen. 13 Stunden Gameplay. Wow. Das ging so schnell. Ich habe mich nur selten mal rangesetzt, ein bisschen aufgenommen, ist innerhalb von Tagen hochgeladen. 25 Folgen, wow. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich das Ganze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch weitere Folgen herausbringen werde, in denen wir uns zum Beispiel um das Komplettieren der Lichtung kümmern werden mit dem Gorlek-Erz, wofür wir auch sicherlich noch nicht genügend Gorlek-Erz haben. Aber das werden wir sicher schon noch zusammengekratzt kriegen. Also zumindest die Lichtung würde ich gerne vervollständigen, wenn nicht gar auch die ganzen Sammelobjekte. Jetzt, wo wir alle Fähigkeiten haben, sollte das ja wirklich gehen. Ich erinnere mich auch noch an die ein oder andere Stelle auf der Karte, die sehr, sehr interessant aussah. Würde ich mir alles gerne noch ansehen. Also ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dir, wenn du hier gerade reinschaust, hat diese Folge oder vielleicht auch das ganze Projekt auch gefallen, wie ich es in nahezu jeder Folge am Ende des Videos sage. Und dann würde ich das Ganze jetzt einfach mal beenden. Uiuiui. Okay. Tschüss und
Hoffentlich bis zu einer der Postgame-Folgen, die sicherlich folgen werden. Oder alternativ vielleicht irgendwann zu einem folgenden Projekt. Ich werde nächsten Monat nicht mehr sehr viel Zeit haben, von daher mal schauen, ob das irgendwann mal was wird. Ich habe das ein oder andere im Sinne. Ja, bis dann. Es war mir eine Freude.